Ich sage gleich am Anfang des Videos, ich bin jetzt kein Experte und hier sind sicherlich einige Fehler drin und es ist sehr grob und oberflächlich erklärt und auf keinen Fall bin ich jetzt irgendwie hier so ein Arzt oder sonstiges, aber ich habe mir jetzt diese Skizze hier gemalt, einfach zur Hilfe, um das ein bisschen zu veranschaulichen. Also ich garantiere für keine hundertprozentige Korrektheit. Es wird sicherlich nicht 100% korrekt sein. Aber das heutige Thema des Videos ist, wie baut man einen breiten Rücken auf? Ich habe jetzt nicht den breitesten Rücken. Pur. Nee, Spaß. Aber, sag ich mal, ich habe im letzten Jahr vor allem ziemlich gute Rückengains gemacht. Und dieses Video geht darum, wie ihr einen wirklich starken Rücken aufbaut. Und welche Fehler ihr vermeiden solltet. Und was wichtig ist zu wissen. Also, ich habe darüber schon mal ein Instagram-Video gemacht, dass ihr auf jeden Fall vertikal ziehen solltet und auch horizontal ziehen solltet und möglichst viele Bewegungen abdecken solltet. Das heißt, der Rücken ist ein bisschen komplizierter als die Vorderseite oder die Brust. Weil die Brust besteht einfach nur großen Brustmuskel, kleinen Brustmuskel und ist längst nicht so komplex, sage ich mal, aufgeteilt wie jetzt der Rückenbereich. Im Rückenbereich ist es quasi so, jeder kennt den, das ist quasi so, wenn man vom Rücken spricht, umgangssprachlich, sprechen die meisten immer vom Latissimus, ich nenne ihn jetzt einfach nur Lat. Und da heißt in echt wahrscheinlich Latissimo, Dorsi, Pipapo, aber ich sag, mach das jetzt hier das Ganze relativ basic. So, wir haben hier den Lat, das Grüne, hier und da, das ist quasi so, so gesehen ist es die Rückenbreite, also es macht quasi von der V-Form des Rückens, macht es dir so den unteren Teil aus. Also wenn jemand schon relativ weit unten so auseinander geht in die V-Form, ist das der Lat. Der Lat ist auch eigentlich der größte Muskel des Rückens. Und das ist meistens beim Aufbauen des Rückens bei keinem das Problem. Klar, am Anfang, sag ich mal, jeder Anfänger fängt an beim Training und er spürt den Lat nicht. Er zieht. Die ziehen meistens dann aus dem Trapez oder so, weil sie so ein bisschen so, keine Ahnung, mit hochgezogenen Schultern ziehen. Aber irgendwann kommt der Punkt und dann spürt man das erste Mal den Lat. Und dann fängt man an, nur noch den Lat zu trainieren. Immer nur Latissimus, Latissimus, Latissimus. Und deswegen haben die meisten eigentlich gar keinen schwachen Latissimus. Den Lat, wie trainiert man den am besten? Mit Zugübungen, wo der Ellbogen relativ angelegt ist. Das werdet ihr auch merken, wenn ihr jetzt, ja, ist eigentlich egal, welche Ruderbewegung, ihr könnt vertikal ziehen oder auch horizontal. Ich finde vertikal ein bisschen geeigneter, um den Lat auch optimal zu dehnen. Das heißt, wenn ihr dann zieht und ihr zieht aber breit, das heißt mit den Ellbogen so ausgeflärt, dann werdet ihr den Lat nicht spüren. Aber wenn ihr quasi relativ eng zieht, mit den Ellbogen so eingedreht und ihr zieht, dann werdet ihr spüren, oder ihr werdet auch nicht spüren, aber ihr solltet es spüren, dass ihr eher aus dem Lat zieht. Das heißt, enge Ruderbewegung, optimalerweise finde ich vertikal, also vertikal mit Ellbogen eingedreht. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt mega eng greifen. Vielleicht könnt ihr auch den normalen Latzug machen, wie bei Klimmzüge. Aber Ellbogen eingewinkelt sind halt sehr gute Übungen für den Lat. So, dann haben wir noch das, es ist auch nicht optimal korrekt gezeichnet. Ist der Rückenstrecker. Rückenstrecker, ja, trainieren die meisten ehrlich gesagt gar nicht beim Rückentraining. Ich auch nicht, also ich trainiere nicht extra isoliert. Ist halt, sag ich mal, wirkt unterstützend oder wird auch mit trainiert beim Kreuzheben, beim Langhantel vorgebeugt, ist ja quasi ja die Stütze. Ja, ich trainiere nicht isoliert, aber Hyper Extensions. Also quasi den ganz normal immer den Rücken strecken, würde halt den Rückenstrecker trainieren. Macht jetzt auch nicht so viel aus von der Optik und hypertrophiert jetzt auch nicht mega krass. Und würde ich mir jetzt allgemein nicht so die größten Gedanken drüber machen. Also wenn ihr Kreuzheben drin habt, Kniebeugen drin habt, Langhantelruder drin habt, dann wird der Rückenstrecker eigentlich schon genug belastet. So, dann kommen wir zu den, ja, ich sage einfach mal Schulter bzw. Es ist echt, ja, jetzt so gesehen sieht man nur die hintere Schulter, vielleicht die seitliche Schulter. Schultern machen extrem viel aus. Beim
ja, beim Look, beim V-förmigen Look, neben dem Lat, der Lat lässt ja quasi unten das in die Breite gehen und die Schultern, wenn ihr richtig starke hintere Schultern habt, dann sieht das Ganze einfach nochmal so 3D-mäßiger, allgemein besser aus. Also es rundet echt den Look ziemlich gut ab. Und hintere Schulter ist bei vielen ein Problem, beziehungsweise eher eine Schwachstelle, aber müsste es gar nicht sein. Also bei vielen Zugübungen, wenn ihr wirklich die volle Range of Motion macht, das heißt ihr zieht von vorne nach ganz hinten, ist die hintere Schulter schon mit dabei. Und was ihr dann noch machen solltet, ist vielleicht auf jeden Fall die hintere Schulter isolieren mit vorgebeugten Seitheben, meiner Meinung nach viel besser am Kabelzug oder an der Maschine, das heißt so und dann hintere Schulter. Und wenn ihr die hintere Schulter wirklich isoliert trainieren wollt, dann zieht die Schulter nach vorne und nach unten, wenn ihr das vorgebeugte Seitheben macht. Nicht so nach hinten und so und nur aus dem Trapez quasi, sondern ihr zieht die vordere Schulter nach unten und nach vorne, dann ist die Range of Motion auch viel kleiner. Dann geht die quasi nur so. Und so könnt ihr die hintere Schulter wirklich gut isolieren. Und ja, wie gesagt, eine Schwachstelle von vielen. Ich würde sagen, meine hintere Schulter ist so relativ gut. Ich habe sie auch immer sehr, sehr viel trainiert, weil ich dachte, wenn ich ganz viel die hintere Schulter trainiere, dann habe ich einen geraderen, aufrechteren Stand. Ist nicht ganz verkehrt. Übrigens, der Latissimus verursacht genau das Gegenteil. Der Latissimus zieht die Schultern eher nach vorne. Das heißt, wenn ihr so einen typischen Disco-Pumper seht, der starke Brust hat und starke vordere Schulter, was quasi alles so ein bisschen nach vorne zieht und noch einen starken Lat, dann ist er noch eingerundeter. Also ein starker Lat zieht eure Schultern und so weiter noch mehr nach vorne, weil der Lat ja quasi hier ansetzt. So, das nur nebenbei. Was das Wichtigste ist und was sehr viel vernachlässigt wird, ist Trapez. Der Trapez geht ja quasi, ich habe jetzt einfach alles einheitlich gezeichnet, könnte man ja wahrscheinlich auch noch aufteilen, ich bin kein Experte, aber der Trapez ist quasi fast die komplette Rückenmitte. Und der Trapez ist quasi verantwortlich dafür, dass euer Rücken wirklich so fleischig, dicht und prall aussieht. Nein, aber die meisten haben halt echt so, ja, Rückenbreite ist okay, aber ist einfach so flach wie eine Flunder, ist nicht richtig fleischig, nicht richtig, ja, voluminös. Und der Trapez ist quasi so der verantwortliche Muskel dafür, dass das alles, ja, auch dicht einfach aussieht. Und der Trapez wird, wie gesagt, häufig vernachlässigt, weil alle sich immer auf den Lat fokussieren. Dabei ist der Trapez meiner Meinung nach schon fast wichtiger, wie ihr ihn trainiert. Genau gegenteilig, quasi so gesehen vom Lat. Das heißt, fahrt die Ellbogen einfach weiter aus und zieht zum Beispiel nicht zum Bauch beim horizontalen Rudern. So jetzt, wenn ich so ziehe, also quasi eher so nach unten hin zum Bauch, den Ellbogen eher so ranziehe, trainiere ich sehr gut oder fokussiere ich mich sehr stark auf den Lat. Das gleiche auch natürlich beim vertikalen Rudern. Beim vertikalen Rudern habt ihr noch die Dehnung drin für den Lat, besser. Wenn ich jetzt aber ziehe und ich mache Ellbogen raus, auch beim Theba-Rudern auch mega gute Übung für die Traps, geht der Fokus viel mehr auf den Trapez. Ihr könnt es ja selber ausprobieren. Wenn ihr eure Schulterblätter hinten so zusammenzieht, wisst ihr ja, wie die Traps arbeiten. Und der Trapez arbeitet am besten, wenn ihr die Ellbogen quasi so ausgeflärt habt und nach hinten zieht. Also im Prinzip einfach Gewicht ziehen, einfach stumpf ziehen und Ellbogen dabei noch irgendwie halbwegs nach außen. Man kann das natürlich alle Muskeln nicht zu 100% voneinander trennen. Ihr trainiert immer jeden Muskel irgendwie beim Ziehen. Ihr trainiert auch den Trapez, wenn ihr normalen Latzug macht. Ihr trainiert auch den Lat, wenn ihr normales Theba-Rudern macht. Das heißt, komplett trennen kann man das nie. Man kann es nie irgendwie mit normalen Ruderbewegungen einfach alles isolieren. So, Traps. Das heißt, entweder auch vertikal, besser horizontal mit ausgeflärten Ellbogen ziehen. Und hier, das sind natürlich Teres Minor, Teres Major und Supra Spinatus, Pipapo und Rhomboiden. Ich habe das jetzt einfach alles hier so reingebatcht. Genaue Zeichen für die kleinen Muskeln weiß ich auch nicht. Habe ich auch noch nie gehört, dass man darauf jetzt sagt, okay, die Übung besonders gut für das und das.
Wenn ihr Klimmzüge macht oder normales vertikal flat ziehen, sind die Rhomboiden und so weiter und alles, was hier so rumlungert, alles schon mal schon ziemlich gut dabei. Bei jeder Zugübung sind sie dabei. Was ich euch auf jeden Fall mitgeben kann, ist, variiert halt viel. Macht viel, macht für den Lat, Ellbogen angelegt, aber auch ausgefahren zieht, vertikal zieht, horizontal. Macht wegen mir auch mal eine isolierte Latissimusübung. Wie nennt man das? Ich habe das Wort dafür vergessen. Überzüge mache ich persönlich nicht, aber könnt ihr ja auch machen. Das heißt, sehr viel Variation reinbringen, Griff ein bisschen ändern und dann sollten euch den Gains nichts im Wege stehen. Wahrscheinlich ist der Hauptgrund immer, warum Leute nicht so einen starken Rücken haben, weil sie lieber Bankdrücken machen, wie der Bankdrücken am liebsten macht. Aber trainiert mal den Rücken mit genauso viel Leidenschaft wie die Brust und dann werdet ihr auch ähnliche Resultate erzielen. Der Rücken kann übrigens relativ viel Volumen ab. Ich mache für den Rücken immer am meisten Volumen, mehr als für die Vorderseite. Auch würde ich sagen eine Grundregel, macht mehr Zugübung als drückende Übung. Vor allem ist hinten einfach viel mehr als vorne. So, das war's mit dem Video. Wenn ihr irgendwie sagt, oh, ich habe das und das aber richtig grob falsch gesagt und das ist völliger Fail, dann schreibt es gerne in die Kommentare, ich verbessere mich gerne. Wie gesagt, das ist jetzt einfach nur so grob, auch grob eingezeichnet, nicht korrekt, aber grob, man kann es ja wohl erkennen, dass es jetzt nicht völlig falsch ist.